Er ist Macho und Sexist und stolz darauf. Prince K1 hat gleich in der ersten DSDS-Sendung sein Image als Obermacho unter Beweis gestellt. Welche Sprüche er so rausgehauen hat, erfahrt ihr bei uns. Die neue Staffel von Deutschland sucht den Superstar war nur wenige Minuten alt. Da haute K1 den Kandidaten und seinen Jurykollegen schon die ersten Hammersprüche um die Ohren. Yo, yo, yo. Gleich der erste Kandidat Maurizio wird gefragt, ob er ein Macho sei und seine Freundin allein Party machen dürfe. Bitte, wer lässt denn sowas zu? Maurizio jedenfalls nicht, was auf großes Verständnis von K1 trifft. Natürlich, denn der Rapper ist sehr fürsorglich. Frauen müssen bei ihm nicht mal arbeiten. Das gehört sich einfach nicht. Als Kandidatin Tanja das Studio betritt, wird K1 dann auch noch richtig romantisch. Tja, Tanjas dünne Stimme reichte aber leider bei weitem nicht an die Doppel-D-Oberweite ran. Egal, denn wenn alles andere stimmt, warum muss dann eine Sängerin auch singen können? Prince K1 erkennt halt die wahren Werte. Oder war es eher der kleine Prince weiter unten? Wer jetzt dem Charme von Prince K1 vollends verfallen ist, wer ist das nicht, der muss neben dicken Hupen nur noch ein Kriterium erfüllen. Keine Tattoos. Denn die mag K1 bei Frauen absolut nicht. Dass ein Macho-Gehabe ja meist Ausdruck eines mangelnden Selbstbewusstseins ist, erwähnen wir jetzt nur mal am Rande.